Für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marc Iwaschkiewicz. Ich bin Klangmasseur, Klangarbeiter, Klangmusiker, Klangkünstler, Musiker, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich bin Atemlehrer, Pädagoge, Ausbilder nach dem Herrn Dr. Metiojus Paro und der Frau Scholflo-Osenberg. Ich habe einen Laden für exotische Musikinstrumente bzw. für therapeutische Musikinstrumente, die für Klangarbeit genutzt werden. Aktuell habe ich meine Praxisräumlichkeiten im Zentrum für Naturmedizin auf dem Gesundheitscampus der Ruhr-Universität Bochum und mein Laden- und Schulungsraum ist in Bochum-Langendreer, Werne am Ümminger See, aber natürlich gibt es auch einen Online-Shop. Neben Konzerten und Seminaren, die ich in verschiedensten Bereichen mache, arbeite ich auch auf der Palliativstation im St. Josephs Hospital in Bochum und dort habe ich die Ehre und bin ich auch sehr dankbar für, dass ich dort für die Patienten und Patientinnen Klang- und Atemarbeit anbieten darf. Du siehst und hörst also, es gibt einige Erfahrungen, die ich seit circa offiziell 20 Jahre, aber inoffiziell bin ich schon seit 25 Jahren oder länger mit Musik unterwegs, mit Klang und Entspannung, Meditation, Achtsamkeit. Und es macht immer wieder große Freude, Seminare, Konzerte auszuführen oder auch Leute zu beraten, die im Bereich Instrumente gerade anfangen oder die vielleicht auch ihr bestehendes Equipment erweitern und so dann zu mir kommen. Ich beginne also mit den Terminen, die jetzt demnächst so anstehen. Ihr seht schon hier, gibt es die Seite traumkraft.de. Im oberen Bereich seht ihr hier aufleuchten, gibt es die Unterpunkte, der Shop und ich bin jetzt gerade hier auf den Terminen. Bei den Terminen ist es so, die sind unterteilt zwischen Konzerte, Online-Seminare und Konzerte, also online, pur Online-Sachen. Gibt es also auch zum Beispiel Didgeridoo Online-Seminar, da komme ich zu, die Live-Seminare, so kann man es besser sehen. Ich habe ein Konzept, wo ich auch verschiedene Sachen auf Konzert und Seminare und Konzerte auf Spendenbasis anbiete. Jederzeit könnt ihr euch natürlich melden. Ich mache kostenlose Beratungsgespräche. Und wenn ihr so eine Übersicht bekommen wollt über die Sachen, die so anstehen, da wird jetzt auch noch viel eingetragen, dann rate ich euch, geht auf Termine auf meine Webseite und dann scrollt runter zu Kalenderübersicht. Denn da habt ihr hier schön aufgelistet die verschiedenen Dinge, die jetzt anstehen in der nächsten Zeit. Und da wird auch immer wieder schön ergänzt sozusagen nach und nach. Ich bin jetzt dabei, 2023 zu planen. Da muss man mit einigen Veranstaltern, Veranstalterinnen, Häusern, Absprachen treffen und das ist umfangreich, ist ein bisschen langsamer als sonst die Jahre. Aber es gibt schon viele Termine, die in meinem Terminkalender stehen und die füge ich nach und nach da ein. Das ist viel Schreibarbeit, viel Fleißarbeit, Zeitarbeit. Ich vermute, ich werde so Mitte, Ende Januar alle Termine dort auch dann eingepflegt haben, beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass zwischendurch nochmal Sachen reinkommen und dann findet ihr dort super diese Infos. Denkt dran, bleibt dran, denn es gibt gleich die Indianerflöte. Ich erzähle jetzt gerade nochmal was über Seminare und Konzerte, die anstehen und ich möchte beginnen hier mit den sogenannten Klangbaden im Kohlabor. Dafür gehe ich da mal drauf und öffne jetzt diese Seite. Genau. Und das ist am Samstag, den 17.12. Ich hatte jetzt schon im November ein Konzert. Das war ausgebucht. Ist ein sehr schöner Raum, super heizbar. Ein schöner Holzfußboden, hervorragende Akustik. Und da habt ihr die Möglichkeit, im Liegen zuzuhören. Das ist ein meditatives Konzert. Ich zeige euch mal hier die Räumlichkeiten. Und da könnt ihr also bei Klängen von Gong, Koto, Monochord, Tampura, Klangschalen, Shruti-Box, Obertongesang, Gongtrommel, Didgeridoo, Zimbel, Indianerflöte hervorragend entspannen. Wenn ihr dabei sein wollt, rate ich euch,
meldet euch frühzeitig an, denn das ist auch schon sehr gut gebucht. Ja, ihr habt die Möglichkeit, Liegeplatz zu wählen oder auch einen Sitzplatz, wobei beim letzten Konzert waren das alles Leute, die Liegeplätze gewählt haben. Ich selber werde es auch so machen. Ihr könnt herrlich entspannen dabei, ihr könnt eure Energie aufladen, Kraft tanken, ihr werdet Klänge sehr fein hören. Es geht um Klangflächen, teilweise auch Melodien. Aber die Klänge, wer das noch nicht kennt, die können einen auch wirklich kitzeln und innere Bilder hervorrufen. Die können eine innere Massage auslösen im Körper und können dich wirklich wunderbar auch in eine Tiefenentspannung hineinbringen. Wichtig ist die frühzeitige Anmeldung, denn dann bist du definitiv dabei. Ich kann nicht versichern, dass du dabei bist, wenn du spontan vorbeikommst, weil halt wirklich diese Veranstaltung sehr, sehr gut gebucht ist. Das ist also am 17.12. sozusagen ein Weihnachtskonzert, um schön auch in die Weihnachtszeit hineinzukommen. Also auf jeden Fall mein Tipp für den Dezember. Es geht weiter. Ich bin jetzt wieder hier auf meiner Terminseite. Ihr seht hier, da sage ich jetzt gar nicht so viel zu, am 12. Januar einen Livestream. Das ist abends und da werde ich also gezielt mehr als heute, weil heute kommt ja hier auch noch diese wunderschöne Indianerflöte zum Klingen und auch ein Didgeridoo. Da werde ich wirklich gezielt eine Klangmeditation machen, die ich auch anleite. Und da gibt es auch ganz, ganz schöne Rückmeldungen. Sowas habe ich schon öfter gemacht. Und das ja, für mich auch neu erfahrbare ist die Sache, dass dort Rückmeldungen kommen, wie sie eigentlich bei den Live-Konzerten stattfinden. Das heißt, für diese Veranstaltung empfehle ich dir, empfehle ich euch, seht zu, dass ihr eine gute LAN-Verbindung nutzt, also keine WLAN-Verbindung. Ihr seht also 12. Januar, 19. Januar ist das, sind beides Donnerstage abends. Und nutzt eine Bluetooth-Box, nutzt die Stereoanlage, schließt euren Rechner an ein gutes System an, macht es euch gemütlich und ihr könnt wirklich super, super fein entspannen. Ihr könnt auch Fragen stellen, genauso wie jetzt. Also ihr könnt über YouTube und Facebook und diese beiden Plattformen werden zusammengeschlossen. Ich kriege das also gleichzeitig mit. Auch Fragen stellen, wenn ihr die danach habt, zu Instrumenten, zu den Sachen, die ich anbiete, was auch immer. Das kann sehr, sehr gut im Austausch sein. Ich habe da schon ja, gute Nachfragen bekommen zu den Sachen, die ich mache. Also das ist Januar. Das sind die ersten Sachen im Januar, die ich sozusagen noch aus dem Urlaub heraus mache. Und apropos Urlaub, es ist also auch so, dass ich im Dezember erweiterte Öffnungszeiten habe. Der Klassiker, im Dezember kommen viele Leute vorbei, die für Weihnachten noch Sachen suchen. Und da, wenn ihr da an den Imminger See kommt, wo ich meinen Laden auch habe, da könnt ihr also dann länger als gewöhnlich im Laden schauen. Und da findet ihr den Hinweis unter Kontakt. Ihr habt es gerade gesehen. Muss mal gucken, wo muss ich hinzeigen. Da habe ich oben hingeklickt unter Kontakt. Und wenn ihr dann runterscrollt, seht ihr hier so diesen Bereich, wo ihr seht, ah, einerseits, ich bin demnächst nochmal auf dem Seminar. Da könnt ihr euch auch noch für anmelden. Das ist eine Auszeit, ein staatlich anerkannter Bildungsurlaub im Kloster Steinfeld in Kahl. Es geht um Meditation, Achtsamkeit und meditative Klänge. Müsstet ihr euch zeitnah anmelden, denn das ist, wie ihr seht, von 5. bis zum 7.12. Also schon nächste Woche Montag geht's los. Ich reise schon Sonntag an, damit ich die Sachen in Ruhe aufbauen kann. Freue ich mich sehr, sehr drauf. 3 Tage lang. Das wird eine sehr schöne Zeit auch wiederum, um gut zu sich zu kommen, Energie zu tanken und ja, eine gute Zeit miteinander zu haben. Auch eine stille Zeit, aber auch eine Zeit, die mit meditativen Klängen gefüllt ist. Und darunter seht ihr diese Öffnungszeiten im Dezember. Und da merkt ihr die Leute, die mein Ladenkonzept, mein Öffnungszeitenkonzept kennen,
Da sind deutlich mehr Öffnungszeiten. Also ich habe jeden Tag, fast jeden Tag auf, achtet da bestimmt und genau drauf, so dass ihr wirklich in Ruhe auch passend zu euren Zeiten, die ihr habt vom Beruf und so her, mal vorbeischauen könnt. Auch Samstage sind geöffnet und dann geht es dann aber auch danach in die Ferien. Und ja, darunter seht ihr nochmal Hinweise zu den Sachen, die ich euch auch jetzt ein bisschen erzähle. Und das ist auch ein guter Stichwort wieder, um zurückzugehen hier auf den Terminkalender. Und nochmal zur Erinnerung für die, die sich eingeschaltet haben. Ihr könnt gerne dabei bleiben. Ich werde gleich schön hier mit der Indianerflöte auch spielen, Didgeridoo noch spielen. Es lohnt sich dabei zu bleiben. Ladet gerne noch Leute ein, so dass wir hier auch zu mehreren unterwegs sind und nutzt auch gerne die Chatfunktion. Ich hatte vorhin vom Livestream erzählt. Das ist der 12. und 19. Januar. Den findet ihr hier auf meiner Webseite. Und am 24. Januar startet eine neue Didgeridoo Online-Gruppe. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das ist ein Konzept, das mache ich auch schon lange, auch schon vor Corona. Online-Didgeridoo-Unterricht, sowohl einzeln wie auch in der Gruppe. Das funktioniert sehr, sehr gut, sehr erfolgreich für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Am 24.01. startet also eine neue Gruppe, eine neue Online-Gruppe, sowohl für Anfänger, für Fortgeschrittene, aber auch für solche Leute, die das aus therapeutischen Gründen spielen wollen. Stichwort Asthma, Schlafapnoe, Panikattacken. Ständige Angespanntheit, also es gibt viele Dinge, warum Mann und Frau das Didgeridoo üben kann. Und ich als Atemlehrer nach Herrn Dr. Metiljus Paro und Frau Schäufele-Osenberg habe da wirklich einen sehr speziellen, genauen Blick drauf, sodass ich euch da auch optimal helfen kann. Bei dem Didgeridoo Online-Kurs ist es so, ihr braucht ein Instrument, da könnt ihr das nehmen, was ihr vielleicht schon habt, ihr könnt euch als Ausleihen vom Freund, Freundin, Bekannte. Manchmal wundert man sich, es gibt häufiger Leute im Umfeld, die ein Didgeridoo haben, als man denkt. Natürlich kann ich euch auch gerne beraten für ein gutes, einfaches Didgeridoo, wo ihr sehr gute Erfolge mit haben könnt, was ihr dann für den Kurs auch käuflich erwerben könnt. Wir treffen uns dann online, das ist immer abends von 20:15 bis 21:45 Uhr, sind Dienstagsabende. Und es sind, lasst mich mal gucken, genau 8 Termine, die dann eigentlich bis zu den Sommerferien gehen. Ich gehe mal ein bisschen höher, so dass ihr das seht hier mit den Terminen und auch die Preise. Es gibt einen Frühbucherrabatt, das heißt, wenn ihr früh euch anmeldet, bekommt ihr das auch günstiger, könnt ihr das günstiger nutzen. Also es lohnt sich, sich früher anzumelden. Und hier im unteren Bereich seht ihr auch nochmal die Instrumente, die ich empfehle, wo ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe für alle Spieler, Spielerinnen, auch bei meinen Kursen in den Kliniken, wo ich speziell wirklich für Leute, die Probleme mit der Atmung haben, Patientenvorträge gegeben habe und auch Kurse. Der Kurs ist nicht nur für Anfänger, Fortgeschrittene, sondern auch schon für weit Fortgeschrittene. Also das habe ich auch inzwischen, dass Leute wirklich auch zur Auffrischung damit hineinkommen, für Leute, die das musikalisch nutzen wollen. Und dieser Mix ist halt sehr, sehr interessant, weil so die Anfänger von den Fortgeschrittenen Nutzen haben, aber auch die Fortgeschrittenen von den Anfängern, weil das auch manchmal eine gute Rückerinnerung ist, was man an Informationen, Übungen vergessen hat zum Instrumentenspiel auf dem Didgeridoo. Das ist also der Didgeridoo-Kurs, der am 24.11., nein, Entschuldigung, 24.01. in 2023 startet. Da müsstet ihr euch anmelden, gerne frühzeitig, dann habt ihr den Frühbucherrabatt und könnt super das Didgeridoo spielen, von zu Hause lernen, ohne wegzufahren. Ganz Deutschland, Europa ist deutschsprachig, also gerne nutzen bzw. auch weitergeben. Ich gehe mal zurück zur Kalenderansicht. Wir waren jetzt gerade hier beim Didgeridoo-Spielen. Dann gibt es auch immer wieder so Sachen, dass ich für Firmen arbeite. Da seht ihr am 26. Januar was. Und dann am 28. Januar geht es weiter mit einem Seminar zum Thema Gongtrommeln und Gongs. Oder eigentlich eher Gongs und Gongtrommeln. Ist eine super spannende Geschichte. Ist auch für Leute gedacht, die gar keine Erfahrungen haben.
ist für Leute gedacht, die schon Erfahrungen haben. Ihr werdet lernen, mit einem Gong zu spielen, mit einem kleinen, mit einem mittleren, mit einem größeren Gong, mit mehreren Gongs werdet ihr lernen zu spielen. Und da habt ihr also eine super Möglichkeit, konzentriert Samstag und Sonntag im Zentrum für Naturmedizin auf dem Gesundheitscampus der Ruhr-Universität Bochum diesen Kurs mitzumachen. Wir sind eine kleine Gruppe, ist jeweils von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Auch da gibt es einen Frühbucherrabatt und ich kann dir versichern, Gongs sind wirklich sehr, sehr intensive Instrumente, die du sowohl privat sehr gut einsetzen kannst, aber auch für therapeutische, pädagogische Zwecke. Da gibt es einiges zu beachten. Und wenn du diese Grundzüge, die ich da weitergebe, aus dem Kurs anwendest für dich selber, für deine Arbeit, dann wirst du schneller guten Erfolg auch mit den Instrumenten haben, ein Gefühl für die Instrumente bekommen. Die Gongtrommeln, die ihr im oberen Bild seht, das sind Instrumente, die also auch eine super Ergänzung sind zum Gong, zum Erden, werden wirklich unterschätzt. Und neben den genannten Instrumenten ist es so, dass dort auch kleine Klangerzeuger wie noch spezielle Rasseln, spezielle Windspiele mit hineinkommen, die also auch so eine Klangmassage mit Gongs und Gongtrommeln noch intensiver werden lassen. Denk dran, es gibt einen Frühbucherrabatt, also frühzeitig anmelden, das lohnt sich auch materiell gesehen, du kannst Geld sparen. Der Kurs ist vom 28. bis 29.01. nächstes Jahr 2023. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da hineinschaust. Wir gehen zurück zur Kalenderseite und nochmal zur Erinnerung für die Leute, die jetzt dazugekommen sind. Ich werde gleich noch mit einer Indianerflöte spielen. Sehr, sehr schön. Und dazu was erzählen, aber auch mit Didgeridoo. Also bleibt dabei, ladet noch Leute ein, nutzt gerne die Chat-Funktion. So könnt ihr Fragen stellen und die kann ich, soweit es mir möglich ist, beantworten. Ich hatte vorhin den Didgeridoo Online-Kurs und ich habe im Februar auch einen Kurs angesetzt, einen Live-Kurs für das Didgeridoo-Spiel im Zentrum für Naturmedizin an der Ruhr-Universität Bochum auf dem Gesundheitscampus. Da habt ihr die Möglichkeit, das Didgeridoo-Spiel kennenzulernen, das Didgeridoo-Spiel zu üben und auch euch weit und gut mit dem Instrument zu entwickeln. Das ist ein Kurs, der für Personen gedacht ist, die sowohl musikalisch Interesse haben, aber auch hier ist es für Anfänger, für Fortgeschrittene oder Personen, die Probleme mit dem Atem haben, geeignet, daran teilzunehmen, also aus therapeutischer Sicht den spielen wollen, mitmachen wollen. Ihr könnt euch ein Instrument leihen bei mir, ihr müsst keins kaufen, es gibt da eine kleine Leihgebühr und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Denkt dran, auch hier gibt es einen Frühbucherrabatt. Ich schaue mal eben, bis zum 4.2. habt ihr einen Frühbucherrabatt. Der Kurs geht jeweils von 11 bis 17 Uhr und startet am Samstag, den 25. und geht bis Sonntag, dem 26.2. Das ist also auch eine Empfehlung für mich oder für euch. Didgeridoo-Kurse gebe ich wirklich schon seit Jahrzehnten mit großem Erfolg. Seid dabei, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man das aus dem richtigen Blickwinkel, also aus dem Blickwinkel oder aus dem Wissen heraus eines Atemlehrers nach dem Herrn Dr. Metiolius Paro, Frau Schäufle-Osenberg, sieht und auch weitergibt, kann ich also sehr, sehr gut und sehr schnell helfen, die grundlegendsten, wichtigsten Dinge fürs Didgeridoo-Spiel weiterzugeben, dass ihr also auch ohne Problem und ohne euch irgendwelchen Schaden anzutun an der Atmung, an der Stimme, das Didgeridoo dann selbstständig üben könnt. Aber natürlich könnt ihr auch mit anderen Leuten zusammen trainieren danach, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, noch Einzelunterricht buchen oder den Online-Unterricht in der Gruppe besuchen. Konzept des Kurses ist es nicht. Der Konzept oder das Konzept des Kurses ist es,
dass ihr wirklich 2 Tage intensiv am Stück viele gute Informationen bekommt und richtig viel Erfolg auch erfahrt in diesem Kurs, sodass ihr wirklich schon einiges dann auch mitnehmt und schon tolle Töne erzeugen könnt und auch wisst, wie die Zirkuläratmung funktionieren kann und dann dementsprechend damit aktiv seid und ja, mit großer Freude das spielen könnt. Wir schauen zurück. Der letzte Termin, den ich hier noch vorstellen will, findet sich ein bisschen weiter hier unten. Und danach geht es dann auch weiter mit der Indianerflöte und dann auch mit dem Didgeridoo. Also, im März, da war auch beim letzten Kurs schon sehr, sehr viel los. Also da empfehle ich auch eine frühzeitige Anmeldung. Spätestens ab Januar würde ich euch raten, euch da anzumelden. Denn ich glaube, im Moment ist es so, da das Ganze über das Europäische Institut für angewandten Buddhismus läuft, dass die neuen Kurse noch nicht eingepflegt haben. Ihr findet aber auf meiner Webseite traumkraft.de da schon einige Informationen drüber und könnt euch dann wahrscheinlich im Januar auch beim EIAB, also beim Europäischen Institut für angewandten Buddhismus, für diesen Kurs anmelden. Der Termin ist, wie ihr seht, Freitag der 10. bis Sonntag der 12.3. Das unter anderem Ungewöhnliche an diesem Kurs ist, dass ihr meine Arbeit auf Spendenbasis bezahlt. Das heißt, ihr könnt am Ende des Wochenendes anonym in einem Umschlag einen Betrag spenden nach eurer Wahl, um ein Dankeschön zu sagen, dass ich den Kurs gemacht habe, um auch weitere Kurse zu ermöglichen. Was ihr bezahlen müsst sozusagen, das aber auch für einen guten Zweck, ist, dass ihr das Essen und die Übernachtung bezahlt. Und das sind Kosten oder das sind Gelder, die gehen aber zu 100% an die Nonnen und Mönche, die da vor Ort leben. Und damit unterstützt ihr das Haus, dass das weiter aktiv sein kann. Ne? Das ist ein sehr interessantes Haus, empfehle ich euch auch mal unabhängig von meinem Kurs mal reinzuschauen. Da könnt ihr gute Erfahrungen in verschiedensten Bereichen machen, zum Thema Achtsamkeit, aber auch alle Lebensbereiche, die wir so in unserem Leben erfahren können. Da gibt es also zu verschiedenen Themengebieten auch Kurse. Ihr seht hier mal so einen klassischen Ablauf von so einem Wochenende. Wir treffen uns an einem Freitagabend, Samstagmorgen geht's los. Es gibt klassisch samstags abends dann das Klangkonzert und Sonntag geht es dann ungefähr bis 16 Uhr. Das Interessante bei diesem Kurs ist, dass wir von Samstagmorgen bis Sonntagmittag gemeinsam in die Stille gehen bzw. in der Stille meditieren. Ich würde das Ganze mit dezenten meditativen Klängen begleiten und je nachdem, welche Erfahrungen ihr habt, würde ich das so machen, dass ich die Stille, also meditative Stille im Sitzen, im Liegen, im Stehen erweitere. Und das ist eine super Möglichkeit, mal zu schauen, was passiert, wenn ich so mobile Endgeräte auslasse, was kommen für Gedanken hoch, wenn ich mich auf meinen Atem einlasse, auf meine Körperhaltung. Und ja, es kann helfen, wirklich sehr, sehr gut zu sich zu kommen und anzunehmen, was dann in dem Augenblick da ist. Viele Leute empfinden das als ein sehr heilsames, schönes, aber eventuell auch emotionsreiches Wochenende. Es hilft, vielleicht auch Erlebtes aufzulösen. Ist also ganz, ganz vielfältig. Und das ist mit sozusagen eine Essenz meiner Arbeit, dass wir gemeinsam achtsam, meditativ in die Stille auch hineingehen. Und neben meinem Kursinhalten wird es so sein, dass wir achtsame Gehmeditation mit den Nonnen und Mönchen auch durchführen und auch das achtsame Essen. Am Sonntag ist ein Achtsamkeitstag für die Nonnen und Mönche, die sowieso jeden Tag natürlich Achtsamkeitstag haben, aber da gibt es nochmal spezielle Dinge, die auch sehr berührend sein können. Und so werden wir da ein sehr, sehr schönes Wochenende erleben können an einem wunderbaren Ort. Das ist auch eine Empfehlung für mich, also für euch, wenn ihr wollt, auch. Ich arbeite dort zwar, aber ich habe auch nach dem Wochenende wirklich ziehe ich da Nutzen raus und bin noch längere Zeit noch entspannter und noch aufmerksamer als sonst. Und auch die Leute, die da
hinkommen, geben sehr viel die Rückmeldung, wenn man da hinkommt. Und Frau, das ist so, als würdet ihr irgendwie in so einen Bereich kommen, wo die Zeit langsamer geht, wo es vielleicht einfacher fällt, auch mal zu lächeln, sich vollkommen angenommen bei sich ist und dann auch dieses Gefühl wirklich vertiefen kann. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Ort. Ihr merkt es schon, meine Empfehlung. Ja, das waren also die Hinweise im Bereich Konzerte, Seminare, die noch anstehen. Ihr könnt das Ganze unter Traumkraft auch nachlesen. Auf meiner Webseite traumkraft.de findet ihr da also weitere Informationen.